Unser Gast war einst der jüngste Filmproduzent Deutschlands, ist heute ein erfolgreicher Bestsellerautor mit historischen Romanen und ist ein Schauspieler, der in 70, 80 Filmen mitgemacht, viel, viel mehr Filme. Er hebt die Hand. Ich habe jetzt meiner Wikipedia geglaubt. Ach so. Ich stelle vor, gut, Peter Berling, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie hoch soll ich die Zahl der Filme ansetzen? Die ist auch nicht präzise, so um die 130. 130? Ja. Auch, also aber selbst für kleine Rollen. Ich habe mir immer Mühe gegeben, die kleinsten Rollen zu spielen, weil da hatte ich nicht, ging nicht so viel Zeit drauf. Ja, das ist ja ganz gut, aber mit den Großen verdient man mehr Geld, oder? Ja, ich habe das auch nicht wegen des Geldverdienens gemacht. Das hat sich so ergeben. Ich wollte eigentlich, ich bin ja kein Schauspieler, ich wollte das auch gar nicht. Sondern die haben mich immer gezwungen. Sie haben mich gezwungen, Schauspieler zu sein und mir auch noch Geld dafür aufgedrängt. Was gibt es denn Schöneres? Ja. Sie haben in vielen Filmen von Rainer Werner Fassbinder mitgespielt. Sie haben die ersten Werke von Lemke, Schilling, Schamoni produziert. Sie kennen Hinz und Kunz in der Filmszene. Und nicht nur Hinz und Kunz, sondern auch bekannte Namen. Wir haben gerade, als die Musik lief, uns über ein paar unterhalten. Erinnern wir uns an das Jahr 1974, an eine Dame, die viele Leute bei uns auch kennen, die heißt Claudia Cardinale. Die stand in der Küche und im Wohnzimmer saßen Rainer Werner Fassbinder und Peter Berling. Und was hat sie dann kredenzt? Ich glaube, es war Pasta Aglio Olio. Also Claudia Cardinale, um das nochmal festzuhalten, hat für euch gekocht? Ja. Und gut gekocht? Ja. Und mit Liebe und so. Mit Liebe gekocht? Ja. Ich dachte mit Knoblauch. Nein. Wir waren auch vorher zusammen in Sardinien bei einer Freundin von ihr. Und da wurde auch schon gekocht. Also das war eigentlich eine ganz wilde Zeit. Wir wollten einen Film machen. Der hieß, glaube ich, Die Sonntagsmörder. Und war eine Riesenbesetzung. Mastroianni und eben Claudia und Adorf und Florinda Bolkan, Helmut Berger, Sidney Rome. Es war eine wilde Besetzung. Und alle waren auch schon ganz scharf drauf, aber dann kam das Geld irgendwie nicht zusammen und das Ganze brach dann zusammen. Aber Sie haben jetzt schon ein paar Namen genannt, die fast jeder kennt, der mal ins Kino geht oder Fernsehen. Die haben Sie alle gekannt? Ja, sicher. Entschuldigung, ich wollte nicht unhöflich sein. Ja, das geht. Da kommt man gar nicht dran vorbei. Ja, Sie sagten, Sie sind kein Schauspieler und hat Sie gezwungen und dann sind Sie in der Branche so drin, dass man an Ihnen nicht vorbeikommt. Wie kommt's drin? Ja, trotzdem. Man muss ja nicht Schauspieler sein in der Branche. Ich habe ja als Produzent angefangen und nicht als Schauspieler. Und ich habe ja sehr früh angefangen mit Alexander Kluge, 1958. Ja, das ist dann doch schon ein paar Tage her. Das ist schon ein paar Tage her und das hat sich dann eben so fortgesetzt und dann habe ich irgendwann mal den Fehler gemacht, oder vielleicht auch nicht Fehler, dass ich eine kleine Rolle gespielt habe, weil wir keine Zeit hatten, jemanden zu suchen dafür. Und dann kam der Nächste, sagt, du hast doch bei dem gespielt, kannst du doch für mich bitte auch mal. Und dann hat sich das so hochgesteigert. Alexander Kluge ist ein Mann, mit dem Sie heute noch zusammenarbeiten. Wenn man mal nächtens durch die Fernsehprogramme zappt oder auch gezielt RTL oder so einschaltet, dann kann es sein, dass da Peter Berling sitzt, nicht als Peter Berling, sondern in irgendeiner Rolle, die er vorher auch noch nie kannte, ihm gegenüber Alexander Kluge und stellt mehr oder weniger kluge Fragen. Wissen Sie die Anzahl der Seiten Ihres neuesten Romans auswendig? Der ist ganz kurz, der ist, glaube ich, unter 700. Stimmt, knapp unter 700. Also das ist für Sie kurz, ne? Ja, also normal ist 800 und der längste, den ich bisher gemacht habe, war 1337. 1337, das merken wir uns mal. Ja. 1337. Das war der schwarze Kelch. Und das neue heißt Ritter zum Heiligen Grab. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch gar nicht über den Roman reden, sondern über Interviews, die Sie spontan geben und deren Figuren auch genauso spontan erfunden werden. Alexander Kluge und Peter Berling geben das nächtens im deutschen Fernsehen ab. Kulturprogramm bei den Privatanstalten, kann man so sagen. Ja, das RTL, Sat.1, Fox. Manchmal, alles, was wir normalerweise nicht gucken. Eben. Ja. Aber manchmal kommen auch dritte Programme rein. So ist es nicht. Es wird dann wiederholt. Ich habe es auch schon mal auf WDR3 gesehen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Doch. Echt? Ja. Wie funktioniert das? Sie sitzen quasi bei Kluge im Wohnzimmer oder im umfunktionierten Wohnzimmer? Nee, inzwischen haben wir richtig eine ganze Altbauwohnung als Studio hergerichtet. Also gut, schon noch eine Wohnung, aber es funktioniert jetzt inzwischen ganz gut. Früher war es die Wohnküche. Also Gorbatschow saß noch in der Wohnküche. Okay, und dann kommt Kluge an und gibt Ihnen ein paar Verkleidungsstücke.
Sie sitzen da nicht immer in diesem wunderbaren hellen Hut, den Sie jetzt aufhaben? Nein. Daran sehe ich auch ungefähr, was so vorgesehen ist. Da liegt dann so ein großer Berg vom Kostümhaus, Pickelhaube und eine Schirmmütze von der Volksarmee und eine von als amerikanischer General und dann ein kleines Kardinalsbäffchen oder so. Und dann weiß ich, aha, so, das ist heute vorgesehen. Aber es interessiert mich eigentlich auch nicht so sehr. Ich setze mich dann hin, wie ich hier bei Ihnen sitze, ja, und warte darauf, was der Kluge denn fragt. Ja, wobei, wenn Sie da antworten, kann man ja nichts glauben. Sie antworten ja spontan auf eine fiktive Figur und das stimmt nichts. Wenn Sie mir heute antworten, kann ich davon ausgehen, dass ab und zu auch mal was stimmt? Jein. Es ist auch so bei Kluge, dieser Effekt des Spontanen, ja, versetzt sie auch in die Welt, dass sie glauben, es ist nicht fiktiv, sondern es ist real. Ja. Also ich habe mal erlebt, eine der ersten Sendungen, die wir gemacht haben, da war ich der vierte Opernsänger. Also völlig fiktive Figur, die berühmten drei Tenöre und noch einer dazu als Reserve, der Springer. Der hatte eine totale Stimmbandresektion. Der konnte gar nicht singen, aber konnte, glaube ich, 87.000 Partituren auswendig. Und dann lief diese Sendung und der Vater eines Freundes, der sich gut in Opernwelt auszukennen, rief seinen Sohn an und sagte, schau mal da ins Fernsehen. Da läuft eine Sendung über den vierten Opernsänger. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Und da sagt der Sohn, Vater, das ist der Berling. Sagt er, nein, ich meine, der sieht zwar so aus wie der Berling, aber es ist eben dieser vierte Opernsänger. Ja, Vater, das ist der Berling. Mit dem kann man nicht reden. Bomb aufgelegt. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren auch zum ersten Mal eins dieser Interviews habe und das natürlich auch erstmal für bare Münze genommen habe. Bis ich dann gesehen habe, das ist der Kluge und den anderen kennst du ja auch irgendwoher. Und dann wurde im Laufe dieses Interviews auch klar, das könnte vielleicht auch ein Interview sein, was nicht so ganz real ernst gemeint ist. Aber es ist nicht so angelegt, man merkt es nicht sofort. Nee, das soll man ja eigentlich auch gar nicht. Man soll sich, die Leute vergessen ja auch, wie alt ich bin. Ich weiß, der Fest kam mal auf mich zugerannt und sagte, so muss ein Hitler-Film enden. Da hatte ich den Chef der Leibwache von Adolf Hitler gespielt. Gut, ich war bei Kriegsende 11. Das kann sich auch jeder ausrechnen, ja? Nicht? Aber das kaufen die Leute dann ab. Sie waren mal ein Fundamentalist, ein Sprengstoffexperte, der den Eiffelturm sprengen sollte, sich da aber geweigert hat, weil der Befehl nicht schriftlich bekommen hat. Also es geht schon relativ schräg zu dabei. Reden wir gleich ein bisschen über Rainer Werner Fassbinder, dem Sie sehr eng verbunden waren und mit dem Sie viele Filme gemacht haben.